Aber die Person, die wir jetzt meinen, ist weiblich. Sie heißt Mini. Sie heißt. Sie ist eine Ministerin. Sie hat blonde Haare. Jetzt bist du dran. Und ihr Nachname reimt sie auf Nektar. Ist eher dünn und schaut sympathisch aus. Und sie ist für das ganze Geld in Österreich zuständig. Ich glaube, die wird auch mit einer Limousine oder mit einem Auto abgeholt und dann in ihre Arbeit gefahren. Weil wenn die jetzt frei auf der Straße herumgegangen, dann warten sofort die Paparazzi hinterher. Sie ist für die Finanzen in Österreich zuständig und sie hat blonde Haare und ist ungefähr so geschätzte 40 Jahre alt. Es kommt. Vielleicht ist sie auch dafür verantwortlich, wann in einer Bank was gestohlen wird. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht ist sie dafür verantwortlich, wann in einer Bank was gestohlen wird. Sie ist, glaube ich, für die Geldsicherheit und wo das Geld genau gelagert wird und wie das bewacht wird und über das Sicherheitspersonal und so. Da muss sie zum Beispiel Entscheidungen und Sachen beschließen oder... Ja. Sie schwimmt in Geld, so wie der Dagobert Duck. Nur sie ist keine Da war die mir nicht so sicher. Ich glaube, sie kümmert sich auch teilweise um die Gröbe. Um die Bank, um das Geld, um die Steuern. Wie also sie noch zahlen muss. Na, um die Steuern halt, was mir einzahlen muss im Monat. Ja, keine Ahnung, jetzt bist du da. Vielleicht. Sie schaut, dass die Banken vielleicht nicht zu viel Geld hergeben, sondern auch, dass genug kriegen. Denn wenn die Banken zu viel ausgeben, dann hat man ja irgendwann einmal kein Geld mehr. Die Bürger müssen Steuern geben. Die geben sie an sie und sie entscheidet dann, was sie damit tun. Zum Beispiel, die gibt es dann ins Magistrat und die dann davor neue Straßen oder Schulen bauen. Stimmt doch, oder? Alles, was wenn jetzt zum Beispiel, wenn sie irgendwas im Fernsehen beschließen muss oder so, dann hat es meistens eine sehr strenge, etwas tiefere Stimme. Sie will einfach mehr Geld. Mit einem herzlichen Gruß bitten wir die Bundesministerin für Finanzen, Dr. Maria Fekter, auf die Bühne.